Verkaufen Schild dran steht, wenn ihr euch andere vermieten. Okay. Salamandern könnt ihr ungeschert dort schlafen. Ihr Häuser sind nützlich, um eine Frau anzulocken. Aha. Mit Möbeln bestücken, wertvoller machen. Alle Trophäen könnten euch eine Bleibe finden. Und die Miete erscheint vor der Fassade des Hauses. So häufig kassieren, um den hinauszuwerfen. Okay. Also die Miete erscheint hier dann irgendwie. Irgendwie vor dem Gebäude. Aber hier ist wohl noch keiner eingezogen, deswegen ist das wohl noch alles gut. So, dann wollen wir mal weiterlaufen. Und mal zur Arena eiern. Also wenn einer weiß, wie ich jetzt hier die Miete kassiere, jetzt hier noch, wie das ging, dann immer her mit der Info. Ich kaufe mir jetzt so langsam alle Städte dann mal zusammen und dann sind wir weiter. Erstmal sprinten wir jetzt durch die Botanik. Es sind aber auch weite Wege hier. Ein Baum. Diese schönen Bäume, sie sind so schön und naja. Warum steht ein Pilz im Wald? Waldtannen zapfen. Du willst da jetzt nicht wirklich gerade runter. Ich muss hier mal eben aufräumen gehen da hinten. Ich krieg dich, du scheiß Mistvieh. Oder auch nicht. Krieg den nicht. Ich krieg den gerade wirklich nicht. Das ist gerade unschön. Was schmeißt der da die ganze Zeit? Kann ich jetzt mal... Ich will hier weg. Ich nehme erstmal auseinander. Kann ich die nicht beschwören, die Schweine? Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf! Was ist denn jetzt hier? Spann den Bogen! Also gegen die komme ich gerade nicht an. Ich will hier weg. Ich will hier. Alter, ich will hier weg. Siehst du jetzt mal zu, dass du. Nein, nicht spannen! Zusehen, dass du wegkommst. Oh, Mann! Der humpelt der immer durch die Gegend mit seinem Scheiß hier. Deswegen gehe ich lieber momentan echt lieber aufs Schwert. Oder ich brauche einen schnelleren Bogen, aber mit der Armbrust ist irgendwie doof. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Schalten wir das Körperfeld erstmal aus. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Ah, pass wieder auf. Da. Soll ich euch hineinführen? Das ist nur eine Tür. Ich glaube, den Weg finde ich selber. Hier entlang, bitte. Na, wollen wir mal sehen. Nehmt am Wettkampf teil. Na, das machen wir doch mal. Willkommen in der Heldenhalle. Ach, das ist bitte schön. Bitte folgt mir. Ich bringe euch zum Arena-Vorbereitungsbereich. Heldengilde kenne ich. Heldengilde. Die Leute haben keine Ahnung von der Geschichte dieses Orts. Sieht auch sehr interessant aus. Die ersten Helden der Arena, Vermächtnis unseres Landes. Kümmert das wen? Nein. Die Leute wollen keine Geschichte, die wollen die Helden von heute. Ja. Jede Ära braucht wohl ihre eigenen Helden. Das ist schön. Wie tiefsinnig. Ihr könnt mich gern zitieren. Das werde ich machen. Jede Ära braucht ihre eigenen Helden. Und ihre eigenen Willkommen in der Witchwood Arena.
Zuerst etwas Grundsätzliches. Okay. Erstens, ihr müsst eure Aggressionen auf die Arena als solche beschränken. Na, du bist ja ein Wer seine Rivalen hier drinnen aufschlitzen will, bekommt Ärger. Ihr seid gewarnt worden. Das ist schön. Zweitens, der Weg raus. Ihr könnt nach einer Runde aus der Arena, nicht während einer. Ross, da draußen wird's echt ungemütlich. Alles klar, ihr da. Chamäleon, ihr kennt das alles schon. Geht zur ersten Runde raus und macht die Leute glücklich. Na, dann wollen wir mal sehen. Kein Problem. Das wird einfach. Meinst du? Okay, wenn ihr an der Reihe seid, rufe ich euren Namen und ihr betretet die Arena durch dieselbe Tür wie unser Freund Chamäleon eben. In der Arena selbst kämpft ihr gegen Gegner aus ganz Albion. Für jede Gruppe Kreaturen, die ihr besiegt, erhaltet ihr Preisgeld und es steigt in der nächsten Runde. Ziel ist, so lange wie möglich durchzuhalten, um viel Gold zu verdienen. Aha. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, um zu schlafen oder Tränke und Ausrüstung zu kaufen. Aber wenn ihr das macht, ist euer Preis für die nächste Runde null. Schlimmer noch, die Menge wird euch für einen Weichling halten. Wahre Helden gehen raus und bleiben da. Ob ihr ausruht oder nicht, der Arena-Bonuspreis, den Messer Jack persönlich vergibt, geht an den, der jede einzelne Runde überlebt. Wie viele Runden gibt's? Also geht raus, nutzt eure Fertigkeiten, seht zu, dass ihr der Menge gefällt. Wenn ihr sterben müsst, sterbt tapfer. Die anderen warten, bis sie dran sind. Okay, na dann. Sensenmann, seid gegrüßt. Ach du, du hier und nicht in Hollywood. Man muss ihm etwas Respekt erweisen. Das ist... Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Was kann man denn von dir so Schönes kaufen? Kleidung, Waffen, Distanzwaffen. Was hast du denn an Distanzwaffen? Da habe ich nicht genug Geld für. Ich habe nicht genug Geld. Obwohl, der hier ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Da können wir jetzt mal drauf sparen. Was hast du an Nahkampfwaffen für uns? Meisteraxt. Oh, das ist ja schon mal schick. Meister Großhammer, das ist nicht so ganz mein Stil gerade. Meister Katana, das wäre eventuell nochmal eine Sache, die wir nehmen könnten. Kein Wunder, dass man euch für die Arena nominiert hat. Ja, das denke ich aber auch. Unübertrefflich. Ja, ich bin der Sensenmann. Da bin ich reingekommen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen trainieren. Zack, 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 zack. Und, ja. Hat sich das auch erledigt? Wo kann ich jetzt hier mal... Entschuldigt, dass ich euch nicht vorstelle. Das Stadion ist voll. Die wollen Taten sehen. Okay. Meinst du? Ich bin Ross. Ich kümmere mich um alles hinter den Kulissen. Meine Katze knuddelt gerade wieder mit meinem Fuß. Das ist irritierend. Wenn ihr einen Rat zu den Arena-Kämpfen braucht, dann sprecht mit mir. Aha, okay. Wo geht's denn hier hin? Ihr könnt nicht rein. Chamäleon kriegt noch sein Fett. Okay. Ich hoffe, ihr liefert einen besseren Kampf ab als er. Nun, das wird sich dann zeigen. Und wie kann ich jetzt hier... Wann kann ich vor allem? Als erstes lernen Kämpfer hier, kauft Tränke. Jede Menge. Okay. Jetzt kommt ein Video. Ross? Schlechte Nachrichten. Chamäleon ist, tot. Was? Schon? Der Idiot. Ach. Genau, Leute. Anscheinend hat Chamäleon nur 3 Runden durchgehalten, bis er vor 5000 Leuten wie ein Lämpchen starb. Wir brauchen einen neuen Freiwilligen. Neuling, ihr seht bereit aus. Los! Redet mit Alda am Tor. Er lässt euch in die Arena. Okay. Kannst du uns irgendwas an Ausrüstung verkaufen, mein Gutster? Es ist ich möchte meine handeln. Freude, kaufen euch zu Diensten sein gegen zu können. Kleidung. Was haben wir denn hier? Kopf. Oh, das ist nett. Dunkler Kettenpanzerhelm. Das ist natürlich auch nett. Minus 12. Ich würde sagen, den kaufe ich mir mal. Oberkörper.
Lederbruststück, das ist natürlich auch ganz nett. Das können wir auch noch kaufen. Und dann werden wir uns mal ausrüsten gehen. Für die Arena nominiert. Inventar. Waffen. Nein. Kleidung brauche ich bitte. Kopf. Modifikator. Ja, das ist alles klar. Oberkörper. Dann brauche ich da jetzt bitte mal Lederbruststück. Das tragen wir dann auch. Langsam sehen wir wirklich gefährlich aus hier. Das ist der Sensenmann. Ja, ich bin der Sensenmann. Kannst mal sehen. Geht in die Arena. Da geht's los. Ich gehe jetzt in die Arena. Aber vorher möchte ich noch mal gerne schlafen gehen. Worauf wartet ihr denn noch? Besucht den Wächter und geht in die Arena. Willkommen am Blackjack. Nee, ich will doch gar nicht. Vielen Dank für euer Geld. Ich meine, euren Einsatz. Ich will doch hier nur schlafen. Besucht den Wächter und geht in die Arena. Kann ich jetzt hier irgendwie ein Bett benutzen? Geht das irgendwie? Ich möchte doch mich nur noch mal kurz erholen, danke. Geht nicht. Er sagte doch, ich könnte hier schlafen. Aber das geht nicht. Schweine ihr. Na gut, machen wir das anders. Machen wir das mal so. So. Öffne er mir die Tür. Ja, jetzt kann ich euch reinlassen. Ja, bin ich. Ah, Runde 1. Die sagen immer, in der bekommen sie den größten Kick. Ja, dann wollen wir doch mal probieren. Der war echt gut, Al. Kick! Witzig. Ach du Schreck. Muss ich den jetzt verstehen? Will ich den Meine überhaupt Damen verstehen? Herren, zu eurer Erbauung präsentiere ich Sensenmann. Berühmt für Quests wie Obstfarm und Bezwinger von Exhale Zwillingskling. Dieses hoffnungsvolle Jungtalent ist, wie alle anderen Herausforderer auch, auf den von Messer Jack selbst präsentierten Preis aus. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Da brummt was. In die erste Runde. Ein alter Arena-Favorit. Der Wespenschwarm. Ja. Drei, zwei, das war's? Eins. Das hat ja nicht viel. Das ist ja mal ein richtiger Schwarm hier. Das ist ja. 3, 2, 1, los! Nee, jetzt nicht. So ein Kampf bringt 100 Gold ein. 100 Gold, na das war ja nicht viel. Die nächste Runde ist 500 Gold wert. Okay. Ja, wir gehen mal in die nächste Runde. Er mag neu in der Arena sein, aber die erste Runde hat er geschafft. Mal sehen, wie es ihm in der zweiten Runde ergeht. Ein Publikumsliebling wartet. Ach Gott. Den grausamen, stinkenden Hops. Hopserei mal wieder. 3, 2, 1. Ich treffe hier gerade gar nichts. Ach, da ist noch einer. 3, 2, 1, los! Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Jetzt habe ich gerade dummerweise das Schild abgeschaltet. Aber zumindest habe ich noch ein paar Schwerter beschworen. Zack, zack. Und drei, den haben wir auch. 2, 1.